die Sachen brauche ich nicht mehr. Was soll ich jetzt damit machen? Da habe ich eine gute Idee. Wir können zur EDG fahren und die Sachen im Schatzkästchen spenden. Ja. Viele Dinge sind zu schade für die Tonne. Das gilt auch für Spielsachen, Brettspiele, Kinderbücher und Kuscheltiere. Deswegen setzt sich die EDG gemeinsam mit dem Projekt Schatzkästchen der Dobeck GmbH dafür ein, dass Abfall vermieden und Ressourcen geschont werden. Seit 2019 können auf allen 6 EDG-Recyclinghöfen Spielzeuge gespendet werden. Alle abgegebenen Dinge werden im Anschluss von den Projektteilnehmenden der Dobeck aufbereitet und im Schatzkästchen am Schwanenwall an bedürftige Menschen weitergegeben. Dadurch schafft die EDG gemeinsam mit der Dobeck einen nachhaltigen Kreislauf, bei dem Menschen und der Umwelt geholfen wird. Die Dobeck hilft Menschen aus Dortmund dabei, beruflich und sozial ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Durch verschiedene Arbeitsgelegenheiten können langzeitarbeitslose Menschen eine Struktur in ihren Alltag bringen und haben die Chance, einen langfristigen Arbeitsplatz zu finden. In der Wäscherei werden die gespendeten Kuscheltiere gereinigt und getrocknet. Spielzeuge, die nicht mehr ganz intakt sind, werden in der hauseigenen Werkstatt aufbereitet. Stofftiere werden geflickt und fehlende Teile werden aus Holz oder mit dem 3D-Drucker nachgefertigt. Wenn die Spielsachen gereinigt und repariert sind, werden sie zum Schatzkästchen gebracht. In dieser Ausgabestelle können sich Menschen, die nicht viel Geld haben und auf soziale Hilfe angewiesen sind, anmelden. Sie bekommen die Möglichkeit, sich mit Hilfe von Punkten anstatt Geld Kleidung und Spielzeuge auszusuchen und mitzunehmen. Ein Teddybär würde zum Beispiel 5 Punkte kosten. Miste auch du mal wieder aus und spende uns deine gut erhaltenen Spielzeuge oder Textilien. Lass uns gemeinsam etwas Gutes tun. Denkt an morgen.